Um gegen Terroristen der Hamas vorzugehen und nach Geiseln zu suchen, sind nach Angaben von Israels Armee in der Nacht vereinzelt israelische Bodentruppen in den Gazastreifen eingedrungen. Von dort wurden am Vormittag erneut Raketen auf Israel gefeuert. Das israelische Militär setzte seinerseits Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen fort. Unterdessen passierte heute ein weiterer Konvoi mit Hilfsgütern den Grenzübergang Rafah. Massive Explosionen im Gazastreifen am Vormittag. In den vergangenen 24 Stunden griff das israelische Militär, wie zuvor angekündigt, immer wieder Ziele der Terrororganisation Hamas an. Israels Präsident Herzog zufolge gebe es Belege für einen geplanten Chemiewaffenangriff, die bei einem toten Hamas-Terroristen gefunden wurden. In diesem Material gab es Anweisungen zur Herstellung chemischer Waffen. Es geht darin um Brandstiftung und um verschiedene Chemikalien, die freigesetzt werden, und darum, wie man Chemiewaffen produziert. Auch im Norden Israels gehen die Angriffe von beiden Seiten weiter. Israelische Flugzeuge griffen zwei Stellungen der vom Iran unterstützten Hisbollah im Libanon an. Es soll Tote und Verletzte gegeben haben. Im Gazastreifen warten die Menschen dringend auf Hilfslieferungen. In der Nacht haben 14 weitere Lkw mit Wasser, Lebensmitteln und Medikamenten die Grenze von Ägypten aus passiert. Diese Lieferungen seien aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein, heißt es von Hilfsorganisationen. Die Lage für die Menschen sei dramatisch. Sie haben nicht genug Morphium und Schmerzmittel für die Patienten. Was sie also tun, ist, dass sie Operationen ohne ausreichende Dosis Schmerzmittel durchführen müssen. Sie beschreiben also Szenen von Patienten, die auf den Betten schreien, weil sie nicht genug Schmerzmittel haben. Und es werde dringend Treibstoff gebraucht, so das Palästinenser-Hilfswerk der Vereinten Nationen. Der wird unter anderem dringend für die Generatoren in Krankenhäusern benötigt, um deren Betrieb weiter zu sichern. Unser Korrespondent Christian Limpert befindet sich aktuell im Norden Israels zwischen Syrien und dem Libanon im Kibbuz Shamir. Christian, wie ist die Situation bei dir vor Ort? Die Situation ist ruhig und nach wie vor sehr, sehr angespannt hier in diesem Kibbuz, in dem ich bin, das nur 9 Kilometer entfernt ist von der Grenze zum Libanon. Leben normalerweise etwa 1300 Menschen. 80% davon haben das Kibbuz bereits verlassen in Richtung Zentral-Israel, weil sie einfach Sorge haben davor, dass die Hisbollah stärker in einen Konflikt, in einen Krieg einsteigen könnte. Bislang ist es heute ruhig. Es gibt weniger Meldungen über Gefechte zwischen israelischem Militär und Stellungen der Hisbollah auf der libanesischen Seite. Dennoch hat heute am Mittag auch hier der Iron Dome eine Rakete mutmaßlich der Hisbollah abgefangen. Und wir haben bis gerade eben auch noch israelische Kampfflugzeuge hier über dem israelischen Luftraum gehört. Das israelische Militär soll in der vergangenen Nacht zwei Zellen der Hisbollah im Libanon getroffen haben. Was ist denn darüber bekannt? Nun, das hat das israelische Militär heute bereits bestätigt. Unklar ist, wie viele Tote es dabei gegeben hat. Das Rote Kreuz im Libanon hat heute Vormittag mitgeteilt, es habe die Leichen von 3 Hisbollah-Kämpfern im Südlibanon gefunden. Es ist unklar, ob es sich dabei um diesen Angriff handelt. Das heißt, momentan ist es relativ ruhig und das israelische Militär gibt über geplante Einsätze natürlich auch keine Auskunft. Nun hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ja gerade erst die Truppen an der Grenze zum Libanon besucht. Von ihm war zu hören, er könne nicht sagen, ob sich die Hisbollah entschließt, vollständig in den Krieg einzutreten. Wie groß ist denn aktuell die Gefahr einer stärkeren Intervention der Hisbollah? Die Gefahr ist zumindest realistisch, auch wenn hier in Israel langjährige Korrespondenten, Militärexperten das nicht prognostizieren wollen und können. Es liegt vor allem auch daran, dass ein hochrangiger Politiker der Hisbollah, Nasrallah, sich bislang seit dem 7. Oktober noch gar nicht geäußert hat. Das heißt, es ist überhaupt nicht abzusehen, wie sich die Hisbollah momentan verhält, wie sie entscheidet. Die Sorge besteht und aus meiner Sicht verfolgt Israel gerade eine Taktik zwischen Abschreckung und Warnen. Premierminister Netanyahu hat ja bei seinem Besuch hier gestern gesagt, wenn die Hisbollah in den Krieg einsteigen sollte, dann wird sie diesen Fehler schwer bereuen. Man werde sie dann mit voller Kraft zurückschlagen. Gleichzeitig gibt es aber auch, ich möchte sagen, versöhnlichere Töne vom Verteidigungsminister Gallant, der gesagt hat, Israel werde die Grenze weiterhin respektieren, solange es eben nicht angegriffen wird.
Das heißt, solange die Hisbollah sich nicht entscheidet, aktiv hier verstärkt in den Krieg einzutreten oder den Konflikt zu eskalieren, gilt auch das Wort Israels, das von der Seite hier aus auch nicht zu tun. Nun wurden ja bereits mehrere Gemeinden in der israelischen Sperrzone zur libanesischen Grenze evakuiert. Ist das eine reine Vorsichtsmaßnahme oder kann man es als Vorbereitung interpretieren einer stärkeren militärischen Gegenwehr? Also zunächst ist es eine reine Vorsichtsmaßnahme aus meiner Sicht mit Blick darauf, wie die Hisbollah sich in den nächsten Tagen eventuell verhält, falls es zum Beispiel im Gazastreifen doch zu einer Bodenoffensive welcher Art auch immer kommt. Das heißt, zunächst eine Vorsichtsmaßnahme für einen größeren Beschuss durch Hisbollah-Stellungen aus dem Südlibanon. Denn wie gesagt, Israel spricht ja momentan aktiv nicht davon, Richtung Südlibanon angreifen zu wollen. Dennoch, man weiß hier natürlich, dass wir bei der Hisbollah von einer Miliz und einer Terrororganisation reden, die mit 150.000 Raketen wohl aufgestellt ist. Das sind auch andere Raketen, als sie die Hamas im Gazastreifen vorhält. Und da ist einfach die Sorge groß, dass wenn es zu einem solchen Szenario käme, dass einfach die Menschen hier in sehr großer Gefahr sind. Deswegen die Evakuierung, die gestern nochmal um weitere 14 Orte ausgeweitet wurde. Trotz der Bedrohungslage wollen ja manche Bewohner der evakuierten Orte nicht gehen. Andere sind schon vor Tagen geflohen und kommen zurück, trotz der angespannten Lage. Wie ist das zu erklären? Da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Wir haben hier mit Menschen geredet, die gesagt haben, sie gehen hier nicht weg. Das ist ihre Heimat. Sie sind hier groß geworden und sie werden nicht gehen. Es sind doch oft alte Menschen, die sagen, wir bleiben hier. Wir zeigen, dass wir keine Angst haben. Oft spielt auch das Finanzielle eine Rolle. Es gab Menschen, die sind gleich zu Beginn dieses Terrorangriffs, gleich zu Beginn dieser Eskalation Richtung Zentralisrael oder in den Süden geflohen. Und da geht inzwischen einfach das Geld aus, denn so lange im Hotel zu leben, das ist teuer in Israel. Also verschiedene Gründe, aber dennoch die Großzahl der Menschen, die ist bei diesen Evakuierungen dabei. Die meisten Menschen, die hier sind, die wollen sich zumindest vorübergehend erstmal in Sicherheit bringen.